Der Unterschied zwischen einem responsive Design deiner Website und einer wirklich mobil optimierten Website. In diesem Video zeige ich dir den Unterschied zwischen einem responsive Design und einer wirklich mobil optimierten Website. Und auch wenn du dir jetzt denkst, das ist doch ein und dasselbe, das stimmt so leider nicht ganz und viele wissen das nicht. Und aus diesem Grund habe ich dieses Video für dich aufgenommen, um dir ja einen kleinen Aha-Effekt zu geben und um dir diese Tipps weiterzugeben. Ich erkläre dir, wieso dieses Thema so enorm wichtig ist. Dann machen wir kurz einen Ausflug zu den Endgeräten, PC, Notebook, Tablet, Smartphone. Du bekommst konkrete Umsetzungstipps und einen Browser-Tipp, wie du deine Website mit deinem PC so testen kannst, dass du eine Smartphone-Ansicht, eine Tablet-Ansicht hast und siehst, wie das Ganze aussieht. Gut, aber vorab einmal, was ist ein Responsive Design? Bei WordPress sprechen wir hier von einem Theme, bei Joomla von Template, das ist bloß eine Begriffsdefinition. Grundsätzlich ist jedes moderne und aktuelle Design responsive. Das heißt, das Design wird dem Endgerät entsprechend automatisch angepasst. Das heißt, wenn du den PC verwendest, wird das besser breiter dargestellt. Wenn du ein Smartphone verwendest, wird das verkleinert und zusammengeschoben. Das macht das Responsive Design automatisch für dich. Und jetzt kommt es ganz darauf an, wie gut dieses Design programmiert wurde. Und jetzt machen wir den Switch zu einer mobil optimierten Website. Das Responsive Design ist dazu die Grundvoraussetzung und die Grundlage. Jetzt kann es allerdings so sein, dass deine Website responsive ist, aber die Header-Grafik so groß dargestellt wird, dass auf dem ersten Bildschirm des Smartphones ohne Scrollen der Titel, der Inhalt und gar nichts weiteres sichtbar ist, um das jetzt mal ganz krass darzustellen. Für dich bedeutet das, wenn du ein Design einsetzt, das natürlich responsive ist, das ist klar, solltest du als nächstes auf einem Smartphone, auf einem Tablet testen, wie sieht denn das Ganze wirklich aus? Zum einen von der Usability, vom Menü her, die internen Links, die einzelnen Größen. Und genau das sehen wir uns jetzt gleich in der Praxis an. Genau, das ist schon eine andere Folie von einem anderen Video. Gut. Das hier ist meine Website und ich kann jetzt eines machen, dass ich entweder das hier so klein schiebe, dann sehe ich schon, wie sich das Ganze verändert, ob das entsprechend passt. Die einfachere oder bessere Variante ist es, mit der rechten Maustaste hier im Browser zu klicken. Zumindest beim Google Chrome funktioniert das so ganz gut. Und dann auf Untersuchen zu klicken. Jetzt öffnet sich hier ein Bereich und hier links unten findest du die Toggle Device Toolbar, also nicht das ganz linke Ereignis, sondern das daneben. Und wenn du darauf klickst, dann hast du hier, ich kann das jetzt leider, doch, ich kann es vergrößern, dann siehst du es besser. Hier siehst du es jetzt gut, diesen Button musst du klicken und dann hast du hier entsprechend die Smartphone-Ansicht. Und hier kannst du wählen zwischen Galaxy S5, iPhone, iPad. Beim iPad ist das natürlich etwas breiter. Und wie das Ganze so dargestellt ist. Jetzt hier, was mir persönlich hier nicht gefällt, ist, dass hier die Buttons zu dicht beieinander sind. Jetzt schauen wir uns es hier an. Grundsätzlich passt das, es wird untereinander schön dargestellt, so wie ich es haben möchte. Und auch hier passt es mit den Buttons nicht so optimal. Ich starte jetzt einfach mal einen Artikel. Und hier war es beispielsweise bei mir der Fall, als ich dieses Theme installiert und verwendet hatte, war hier die Überschrift riesengroß. Die Überschrift, wo jetzt drei Zeilen einnimmt, hat hier einen Platz bis ungefähr hierher eingenommen. Das heißt, der eigentliche Inhalt war gar nicht mehr zu sehen. Und das ist natürlich suboptimal, denn viele verlassen die Website aufgrund dessen wieder. Und genau aus diesem Grund solltest du deine Website hier mit diesem Tool ansehen und hier einfach mal ein iPad und dann ein iPhone oder Galaxy. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass du alle Endgeräte testest, sondern ob es vom Grundsätzlichen her passt.
hier entsprechend das Menü, das sieht gut aus. Das kann man hier auch alles so klicken und verwenden. Das Logo hier und hier oben, wo wir sind. Und dann sieht das so auch gut aus. Was ich persönlich immer ganz gut und wichtig finde, ist oder sind Links innerhalb des Artikels. Du siehst es hier, das Blaue, das sind Verlinkungen. Wenn ich hier drauf klicke, dann kommen wir entsprechend auf einen anderen Artikel. Und auch hier die Bilder sind angepasst. Aber ich klicke jetzt noch einmal zurück, dann sehen wir es hier. Denn Smartphone-Benutzer haben natürlich die Möglichkeit, hier das Menü zu verwenden, aber das ist viel umständlicher als wie bei der Desktop-Ansicht. Und wenn du hier Links direkt im Menü einfügst, dann ist das ein großer Vorteil und deine Website-Besucher sehen sich mehr Seiten an und bleiben länger auf deiner Website. Also bitte unterscheide Responsive Design, ja, das ist die Grundvoraussetzung. Die mobile Optimierung, das ist sozusagen der Feinschliff. Dass du dir ansiehst, passt das auch wirklich oder sind bestimmte Elemente viel zu groß dargestellt, dass sie zu viel Platz wegnehmen oder auch zu klein dargestellt, dass man sie gar nicht gut lesen kann. Dahingehend solltest du deine Website optimieren. Du brauchst dazu nicht deine ganzen Freunde und Bekannte anrufen, welche Tablets und Smartphones sie haben. Wähle hier einfach in Google Chrome Browser diese Toolbar und dann kannst du hier mehrere Szenarien durchspielen, beziehungsweise kannst du auch hier bei Edit kannst du selbst diverse Größen einstellen und definieren. Ich hoffe, ich konnte dir damit die Augen etwas öffnen, dass du nicht nur an ein Responsive Design denkst, sondern dir das Ganze danach ansiehst. Sieht das wirklich auch gut aus in der Praxis? Und mit diesem kleinen Browser-Tipp ist das, glaube ich, eine coole Sache, denn hier kannst du das ganz einfach überprüfen. Viel Spaß bei der Umsetzung, viel Spaß beim Prüfen deiner Website und bis zum nächsten Video. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil.